ständig und unkontrolliert Urin verliert. Das heißt Salas al-Bawl. Es gibt jemanden, der ist, da kommt immer Urin raus. Was macht der? Wenn der Adhan gekommen ist, geht der hin, macht Wudu, geht direkt danach hin und betet. Aber auf dem Weg von der Toilette bis zu seinem Gebetsplatz ist ja bestimmt schon wieder Urin rausgekommen. Was ist damit? Bricht bei ihm sein Wudu nicht. Beziehungsweise, er hat den die kleine Unreinheit praktisch gar nicht richtig aufgelöst. Deswegen sage ich, was dem entspricht. Der hat die ja nicht richtig aufgehoben, weil der ist ja wieder unrein. Aber er macht damit was für sich halal? Zu beten. Habt ihr es verstanden, den Unterschied? Der eine, der hat die kleine Unreinheit aufgehoben. Der geht zum Gebet, die Unreinheit ist aufgehoben. Der andere, der hat die Unreinheit ja eigentlich gar nicht aufgehoben, sondern der ist ja weiter unrein, weil auf dem Weg von der Toilette zum Gebetsplatz ist ja schon wieder Urin rausgekommen. Also sagen wir, Aufhebung der kleinen oder großen Unreinheit und was dem entspricht. Wie zum Beispiel der was hat? Salasibau. Warum? Warum sagen wir, was dem entspricht? Weil eigentlich ist die Unreinheit von ihm gar nicht. Genau, der hat die ja eigentlich noch. Der ist ja nur auf Toilette gegangen, hat Wudu gemacht, aber das ist für ihn jetzt ein Ersatz für die eigentliche, für das eigentliche Aufheben, weil er es nicht anders kann. Ja? So, er macht die Gebetswaschung und betet dann unmittelbar danach. Streng genommen, ich lese das jetzt mal noch vor, wie ich das hier gemacht habe, streng genommen wurde seine kleine Unreinheit, El-Hadath al-Asra, nicht aufgehoben. Also hat er eine Reinigung vollzogen, die es ihm erlaubt zu beten, obwohl die Unreinheit ständig da ist. Aber da er keine andere Möglichkeit hat, ist es für ihn trotzdem erlaubt, rituell zu beten. Okay? Ist die Sache angekommen. Das heißt, wenn wir das jetzt definieren, was ist Tahara? Shar'an, in der Scharia-Definition, ist die Lachen. Ist die Lachen heißt terminologisch oder Shar'an, Scharia-terminologisch oder Lugaten heißt sprachlich. Dann sagen wir, das Aufheben der kleinen oder großen Unreinheit oder was dem entspricht, das gehört alles zu Tahara. Dann B, jetzt kommt das andere. Wir haben gesagt, A, das ist die Aufhebung von kleiner oder großen Unreinheit. B, die Entfernung von unreinen Substanzen. Auf Arabisch Izalatun Najis oder Izalatun Najasa. Izala heißt etwas entfernen von einer Najasa. Oder ihr Verschwinden. Das weckt das Entfernen von einer Najasa oder ihr Verschwinden. Haben Sie, warum ihr verschwinden? Verschwindet die Najasa von selber? Ja. Manchmal kann die Najasa verschwinden, obwohl du sie nicht weggemacht hast. Ist also kein Mensch hingegangen, hat jetzt zum Beispiel einen Wassereimer genommen, hat die Najasa weggemacht, sondern die ist von selber weggegangen. Beziehungsweise nicht durch menschliches Hinzutun. Zum Beispiel, auf dem Parkplatz dort hat ein Hund uriniert. Jetzt kommt ein Regenguss und wischt das alles weg. Als Beispiel. Ist das angekommen? Okay, ich gucke jetzt mal hier. Beispiel. Urin tropft auf den Boden, jemand kommt und wäscht es weg. Hier wird die unreine Substanz absichtlich entfernt. B. Urin befindet sich auf einem Parkplatz. Habe ich dasselbe Beispiel jetzt gemacht. Es kommt zu einem heftigen Regenguss, wodurch der Urin sozusagen selbstständig bzw. ohne menschlichen Einsatz verschwindet. Das gehört alles zu Tahara dazu. So. Das ist übrigens die Interpretation, das ist übrigens die Definition von Sheikh Uthaymin, der erklärt das genauso. Nur damit ihr Bescheid wisst, woher ich meine Informationen nehme. So, jetzt. Diese Unterscheidung wird später wichtig, inshallah, weil bestimmte Reinigungsformen nur gültig sind, wenn die Reinigung mit einer spezifischen Absicht stattfindet. Das heißt, diese Unterscheidung, die ich gerade gemacht habe, das eine Mal wird die Najasa so weggewischt und das andere Mal wischst du sie selber weg, ist später wichtig im Kapitel,
weil bestimmte Reinigungen nur mit einer spezifischen Absicht akzeptiert werden. Okay? Da. So. In lateinischer Umschrift lautet die islamwissenschaftliche Definition Irtifa'ul Hadath wa ma fi ma'nahu wa zawarul Khabath. Das ist jetzt, das habe ich wieder in lateinischer Umschrift geschrieben, Irtifa'ul Hadath, dass die Aufhebung des Hadath, wie viele Arten von Hadath haben wir? Zwei. Al-Hadathul Akbar, das ist der, die große Unreinheit. Wal-Hadathul Asghar, das ist die kleine Unreinheit. Wa ma fi ma'nahu, das heißt, um was in seiner Bedeutung ist, wie zum Beispiel, wer? Der Salas al-Bawl hat, der bei dem ständig Urin rauskommt. Okay? Wa-Zawalul Khabath. Und das Verschwinden von Khabath. Khabath ist ein anderes Wort, kann man auch als Najasa bezeichnen. Man könnte auch sagen Zawalun Najis oder Zawalun Najasa. In vielen Erklärungen sagt man Izalatul Khabath. Aber er hat Zawalul Khabath geschrieben, Sheikh Uthaymin. Warum? Izal heißt, jemand macht das weg. Aber Zawal schließt ein, der es wegmacht, selber wegmacht. Zum Beispiel hier ist Urin, du machst das selber weg. Oder auf dem Parkplatz jetzt, du willst auf der Wiese beten. Du willst es auf der Wiese beten. So. Du weißt, da hat vor einem Jahr ein Hund hingepinkelt. So. Du weißt aber, es hat zwischendurch 10-mal geregnet, da ist 100% kein Urin mehr da, ganz klar. Wie will das denn sein? Wenn es da so oft geregnet, kann ja gar nicht sein. So, guck mal, das heißt, jetzt hat kein Mensch das entfernt, aber es ist weggegangen durch den Regenguss, den wir nicht beabsichtigt haben. Deswegen Zawalul Khabath. Habt ihr das verstanden? Ja? Ist alles angekommen. Ne? So. Weiter, jetzt. Mit Al-Hadathul Asra, kleine Unreinheit, ist die Unreinheit gemeint, die Wudu, in Klammern Abdest, rituelle Waschung, erforderlich macht, um zu beten, Tawaf zu machen oder den Koran zu berühren. Diese drei Sachen, da braucht man unbedingt Wudu für. Im Hanbali Madhab. Es gibt einige Gelehrte, die sagen, um Koran zu berühren, braucht man das nicht. Da kommen wir später noch zu, aber die große Mehrheit der Gelehrten, unter anderem alle vier großen Madhab, sagen alle, man muss, wenn man Koran berühren will, den Mushaf berühren will, muss man Wudu haben. Gehen wir kurz auf diese Sache ein. Ein Lehrer von mir, von dem ich sehr viel gelernt habe, Bilal Phillips, Dr. Bilal Phillips, der ist der Meinung, wenn man Koran berührt, braucht man kein Wudu zu haben. Das ist seine Meinung. Warum ist das seine Meinung? Weil er sagt, der Prophet hat Briefe an die Führer der Länder geschickt, wie zum Beispiel Herakl, und hat dort Koranverse reingeschrieben. Aber die haben diese Briefe genommen und angefasst. Und das ist der Beweis dafür, dass Mann, das ist ein Nicht-Muslim, der hat natürlich kein Wudu und so weiter, so, der hat das angefasst. Also ist das ein Beweis dafür, dass man das nicht braucht. Und der Vers im Koran sagt in Surat al-Waqi'ah, La yamassuhu illa al-mutahharun. Ihn berühren nur die Gereinigten. Hier geht es um die Platte im Himmel, das heißt die gereinigten Engel. Und hier geht es nicht um den Koran, den wir vor uns haben. Und die Grundlage ist, dass eine Sache rein ist und erlaubt ist, bis wir einen Beweis finden, dass es nicht erlaubt ist. Das heißt, den Koran zu berühren ist erlaubt, ohne Wudu, bis wir einen Beweis finden, dass es nicht erlaubt ist. Und der Vers im Koran, in Surat al-Waqi'ah, der ist kein Beweis dafür, weil es nicht klar ist, dass es sich um den Koran handelt, den wir in den Händen haben. Und auf der anderen Seite haben wir diese Sachen mit den Briefen, die geschickt worden sind. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sagt aber, und das unter anderem Fatawa Nisa, habe ich das gelesen von ihm, es gibt einen Hadith,
von Amr ibn Hazm, dass der Prophet ihm geschrieben hat oder ihm schreiben lassen hat, dass keiner den Koran berühren soll, außer wer tahir ist, rein ist. Okay? Und das ist ein spezifischer Beweis, wo es um den Mushaf geht, wo es um den geschriebenen Koran geht. Ein spezifischer Beweis jetzt. Damit kann natürlich nicht die Platte im Himmel gemeint sein. So. Jetzt gibt es einige Gelehrte, die diesen Hadith als schwach ansehen. Und andere Gelehrte, die sagen, mit Tahir ist hier gemeint Muslim. Aber Sheikh Uthaymin sagt, die Grundlage im Islam ist, dass wir ein Wort nehmen nach seiner offensichtlichen Bedeutung. Hätte der Prophet sagen wollen Muslim, hätte er gesagt Muslim und nicht gesagt Tahir. Ja? Und das ist auch das, was von den meisten großen Gelehrten so verstanden wurde. Okay? Das nur dazu kurz. So, jetzt die Frage, was ist ein Koran? Man sagt, ein Koran ist etwas, beziehungsweise das, was man nicht anfassen darf, und das ist auch das, was im Madhab so ist, ist, wenn man ein geschriebenes Stück hat, wo die Mehrheit Koran ist. Das heißt, wenn du jetzt ein Blatt hast und du schreibst das mit Koran voll, darfst du dieses Blatt nur noch mit Wudu anfassen. Wir kommen da nochmal intensiv drauf, was ist mit einer Tafel und so weiter und so fort, ja? Aber was ist jetzt mit der deutschen Übersetzung? Erstmal diese deutsche Übersetzung, die auch das Lies-Team verteilt, ist nur deutsch. Das kann jeder anfassen und lesen, kein Problem. Was ist jetzt mit einem Koran, wo die arabische Übersetzung drin ist? Wir sagen die Gelehrten, wenn die Mehrheit dieses Buches das arabische ist, darf man das nicht anfassen ohne. Wenn aber die Mehrheit dieses gebundenen Buches nicht arabisch ist, dann nicht der Koran ist, dann darf man es anfassen. Wie zum Beispiel ein Tafsirbuch. Ich zeige euch mal kurz was. Ich habe jetzt zum Beispiel hier ein Tafsirbuch. Tafsir Barawi. Hier ist der ganze Koran drin, hier ist Koran drin. Aber das meiste davon ist nicht Koran, sondern Erklärung. Und deswegen kann man Tafsirbücher ohne Wudu anfassen. Okay? Und die Erklärung vom Koran, beziehungsweise die Übersetzung der ungefähren Bedeutung des Korans, ist was? Ist eine Art von Tafsir eigentlich. Und wenn man sich den deutschen Koran anguckt von Frank Bubenheim, dann sieht man, dass die Mehrheit des gebundenen Buches auf Deutsch ist. Das heißt, das Vorwort und das Nachwort und Fußnoten etc. plus die Übersetzung. Ich tue es wieder weg. So, ich lese mal weiter. Also, mit Koran ist nicht die deutsche Übersetzung gemeint, sondern das arabische Original, selbst wenn es nicht vollständig ist, aber die Mehrheit des Geschriebenen auf einem Blatt, Buch oder ähnlichem Schriftstück ausmacht. Ich habe es gerade erklärt und jetzt lese ich das nochmal, wie ich das hier geschrieben habe. Die kleine Unreinheit wird unter anderem durch Urinieren, Stuhlgang, Berührung des anderen Geschlechtes mit Lust hervorgerufen. Unter anderem, da sind noch andere Dinge, da kommt man noch drauf. Ja? Detailliert wird dies, habe ich einen Fehler gemacht. Rechtschreibfehler, wie gesagt, wenn du das abschreibst, ne, nimm es nicht so ernst, ich sehe es gerade selber, wird dies im entsprechenden Kapitel Nawaqidul Wudu behandelt. So, so könnt ihr euch immer kontrollieren, indem ihr euch die Fragen selber stellt. Die große rituelle Unreinheit entsteht unter anderem durch Geschlechtsverkehr. Unter anderem, weil wir kommen noch auf Dinge, die große Gebetswaschung erfordern, ja. Viertens, was ist Najasa? Najasa, haben wir eben schon gesagt, heißt Unreinheit. Das heißt, jede Substanz, von der man sich reinigen muss, wie zum Beispiel Urin, Kot etc., das ist eine Najasa. Das ist die Definition von einer Najasa. Fünftens, hebt Tayammum, in Klammern Ersatzreinigung mit Staub, die Unreinheit, Al-Hadath,
Ich bringe immer diese Fachbegriffe, Al-Hadath Al-Akbar, Al-Hadath Al-Asbar, ich bringe das immer in lateinischer Umschrift. Warum? Damit ihr euch nachher, wenn ihr das Buch lest oder wenn ihr die Unterrichte verfolgt, das auch immer nachvollziehen könnt, damit diese Begriffe sich einprägen, insbesondere bei denen, die später ein Islamstudium abschließen wollen. Vielleicht gibt es jetzt einige Brüder, die sind gerade im Abitur oder die machen gerade noch eine Ausbildung oder ein Studium und die wollen danach nach Mekka gehen. Dann haben die eventuell schon ein Buch im Fiqh studiert und sind mit bestimmten Begrifflichkeiten schon vertraut. Okay? So. Hebt Tayammum, Ersatzreinigung mit Staub, die Unreinheit auf. Wir haben eben gesagt, wenn wir jetzt Wudu machen, ne, dann ist die Unreinheit aufgehoben. Richtig? Das heißt, ich kann jetzt beten und solange meine Reinheit nicht durch einen Naqid von Nawaqidul Wudu aufgehoben wird, das heißt, ich gehe zum Beispiel auf Toilette oder ich lasse Luft etc., bin ich weiter was? Rein. Okay? Im Gegensatz zu dem, der Salasil Bowl hat. Der Salasil Bowl hat, seine Unreinheit wurde nicht aufgehoben, sondern er hat jetzt nur eine Erlaubnis bekommen, um dieses eine Gebet zu machen. Aber wenn das nächste Gebet kommt, dann muss er nochmal neu Wudu machen. Im Gegensatz zu dem, der kein Salasil Bowl hat. Der kein Salasil Bowl hat, der macht jetzt Wudu morgens, der geht kein einziges Mal am ganzen Tag auf Toilette und kann theoretisch die 5 Gebete durchbeten mit einem Wudu. Jetzt wird jemand fragen, ja, was ist, wenn einer 8 Tage durchmacht? Alles klar. Komm, die Fragen brauchen wir nicht. So. Aber, und der geht kein Mal auf Toilette. So. Ist einfach unrealistisch. Solche Fragen brauchen wir nicht. Aber jetzt als Beispiel. Aber derjenige, der Salasil Bowl hat, bei dem also die Unreinheit nicht aufgehoben wurde, der muss das nächste Gebet, muss er wieder Wudu machen, weil seine Unreinheit nicht ist aufgehoben, sondern er hat nur die Erlaubnis mit dem Wudu bekommen, dieses eine Gebet zu beten. Jetzt ist die Frage, Tayammum. Hebt Tayammum die Unreinheit auf oder ist Tayammum nur eine Erleichterung, Erlaubnis, um das Gebet zu machen? Ich habe euch extra dieses Beispiel gebracht. Warum ist dieses Beispiel wichtig? Denn es ist eine Meinungsverschiedenheit unter Gelehrten. Es gibt Gelehrte, die sagen, wenn du Tayammum gemacht hast, kannst du damit genau wie beim Wudu, solange du kein Wasser findest, die Gebete machen. Und andere sagen, nein. Wenn du Dhuhr mit Tayammum gebetet hast und du warst nicht auf Toilette und gar nichts, musst du trotzdem beim nächsten Gebet was machen? Musst du nochmal neu Tayammum machen. Weil Wudu musst du sowieso machen. Sobald Wasser kommt, musst du Wudu machen. Obwohl hier gibt es auch welche, solange die sagen, solange du kein Gebet, gut, dass du sagst. Aber es gibt nämlich manche, die sagen, nee, musst du nicht machen. Das hängt auch damit zusammen. Die sagen, wenn du Tayammum gemacht hast und jetzt kommt das zweite Gebet, du hast Wasser gefunden, die sagen, du hast ja vorher Tayammum gemacht. Also, kannst du jetzt beten damit. Aber andere sagen, nein, solange, wenn Wasser gekommen ist, musst du Wasser benutzen. Und andere sagen, du musst dann nochmal neu Tayammum machen. Und das sagen die meisten. Also die meisten sagen, Tayammum hebt die Unreinheit nicht auf, sondern bringt nur eine Erlaubnis für das Gebet, für den Tawaf oder für den Koran, den Mushaf anzufassen. Verstanden? Ist das angekommen? Aber wir sind jetzt schon lange am Reden. Wie lange sind wir schon dran? 40 Minuten jetzt. 40 Minuten erst? Eine Stunde, okay. Es geht weiter. Also ist die Frage, hebt Tayammum, Ersatzreinigung mit Staub, die Unreinheit, Al-Hadath auf? Antwort im Hanbali-Madhab, nein. Nach hanbalitischer Rechtsschule ist Tayammum nur Ersatz für die Waschung in Notsituationen, wo kein Wasser vorhanden ist oder es einen anderen Hinderungsgrund gibt, wie zum Beispiel Krankheit oder extreme Kälte. Der Beweis hierfür, jetzt, also im hanbalitischen Madhab,
hebt der Tayammum die Unreine nicht auf. Was bedeutet das? Das heißt, wenn ich jetzt so gebetet habe, mit Tayammum, ich warte eine Stunde, dann kommt das Asr-Gebet, ich war nicht auf Toilette, ich habe nicht keine Luft gelassen, ich habe nicht mit einer Frau geschlafen, nichts. Was heißt das? Ich muss trotzdem nochmal neu Tayammum machen. Und wenn ich Wasser gefunden habe, sowieso muss ich Wudu machen. Ja? Außer man hat mit einer Frau geschlafen, muss man dann sowieso Rüssel machen, logischerweise. Oder man hat mit einem Mann geschlafen. Also ich meine, die Frau hat mit einem Mann geschlafen. So. Der Beweis hierfür, so jetzt fragen wir, was ist der Beweis von dem hanbalitischen Madhab? Warum erzählen die das? Haben sie sich das ausgedacht? Wollen die uns das Leben kompliziert machen oder wie? Jetzt guckt mal, und das finde ich auch schön, wenn man Madhab lernt, und ich bringe das immer, das ist praktisch die erste Mes'ela, wo wir auf den Beweis eingehen. Obwohl, nee, wir sind auch eben schon mit dem Koranbuch auf den Beweis eingegangen. Jetzt kommen wir wieder auf den Beweis. Der Beweis hierfür ist der Hadith, der von Amr ibn al-As überliefert wird. Amr ibn al-As sagte, ich hatte in einer Nacht einen Samenerguss auf der Reise wegen der Schlacht Dhatu Salasin. Wegen der Kälte hatte ich Angst, dass wenn ich eine Ganzkörperwaschung mache, zugrunde gehe. So machte ich stattdessen Tayammum, Ersatzreinigung mit Staub. Also, Amr ibn al-As war auf einer Reise wegen einer Schlacht. Das heißt, eine Reise, die halal ist. Und jetzt war es auf einmal eiskalt. Und er hatte Angst, wenn er jetzt in dieser Kälte sich duscht, dass er zugrunde geht. Dass er stirbt. Oder ganz schwer krank wird. Aber der Hadith deutet darauf hin, dass er wirklich gedacht hat, er stirbt, so kalt war es. Was ist manchmal in der Wüste wirklich so eisekalt? Bruder, als ich das erste Mal Hadsch gemacht habe, da waren wir nachts in Muzdalifa im Januar oder im Februar. Bruder, das war sowas von kalt in der Nacht. Vor allen Dingen, nachts geht dein Körper, der schaltet irgendwie von der Durchblutung her auf totale Ruhe. Bruder, es war sowas von kalt. Ich war so dort, wirklich so. Meine Zähne, die waren richtig Geräusche machen, wie so eine Trommel immer. Wie eine Buschtrommel. Und danach war ich sowas von krank. Boah, weil ich habe ja nicht damit gerechnet. Ich habe gefahren nach Saudi-Arabien, wird ja einfach werden, weißt du? Und ich hatte keinen Schlafsack, nichts dabei gehabt. So, pass auf jetzt. So, was macht Amr ibn al-As jetzt? Der macht die Ersatzwaschung mit Tayammum. Okay? So. Da kommen wir auch noch zu. Ne? Soll man von hier machen oder muss man alles machen? Kommen wir noch zu, inshallah. Hanbali Madhab. Okay. Meine Gefährten auf der Reise sagen die später dem Gesetz. So, und jetzt macht er morgens Tayammum und er betet vor bei den Leuten. Und die Leute haben das mitbekommen. Auf irgendeine Weise hat das gleich einem erzählt. Die haben hinter ihm gebetet. Jetzt kommen sie zum Propheten, alayhi salatu wa fragen ihn. Die sagen, guck mal, Amr ibn al-As hatte nachts einen feuchten Traum gehabt, kann ja passieren. Und er hat dann morgens sogar noch vorgebetet. Weil wenn sein Gebet ungültig ist, ist das Gebet derjenigen, die hinter ihm sind, auch ungültig. Und dann hat der Prophet, alayhi salatu wa salam, zu ihm gesagt, und das ist oft so beim Propheten, liebe Geschwister, sallallahu alaihi wasallam. Er fragt erstmal, warum, weshalb, wieso hast du das gemacht? Da sagt er, hast du deine Reisegefährten im Gebet geleitet, während du im Zustand der großen Unreinheit warst? Daraufhin erzählte ich dem Propheten, was mich daran hinderte, mich mit Wasser zu waschen, und sagte, also, der Prophet sagt zu ihm, Hast du deine Gefährten vorgebetet, während du im Zustand der großen Unreinheit warst? Die haben mir vorgesagt, er hat Tayammum gemacht. So, was sagt jetzt Amr ibn al-As? Er sagte, daraufhin erzählte ich dem Propheten, was mich gehindert hat, und sagte, ich hörte Allah sagen,
und tötet euch nicht selber, Allah ist mit euch wahrlich barmherzig. Also Amr ibn As argumentiert mit einem Vers aus dem Koran. Tötet euch nicht selber, Allah ist wahrlich mit euch barmherzig. Was hat der Prophet a.s.w. gemacht? Daraufhin lachte der Gesandte Allahs und sagte nichts. Man sagt, der Prophet hat gelacht, weil er sich gefreut hat über das Verständnis von Amr ibn As. Radiallahu anhu. Amr ibn As war übrigens hier ganz neu im Islam. Aber er war vorher, wann ist Amr ibn As zum Islam gekommen? Im 7. Jahr nach Hijra. Das ist ganz spät. Nach Sulh Hudaybiyah. Zusammen mit Khalid al-Walid. Amr ibn As war einer der Top-Feinde des Islams, einer der Führer von Medina. Al-As ibn Wahil war sein Vater, einer der Top-Leute. Und Amr ibn As, der galt als das Genie der Araber in der Kriegsführung, hatte großen Anteil an der Eroberung Ägyptens und anderen Eroberungen später. Und als er zum Islam gekommen ist, hat der Prophet ihn sofort, sallallahu alaihi wasallam, zu einem Führer gemacht bei einer Schlacht. Warum? Weil er ihn damit auch noch mehr anlocken wollte und das Gefühl geben wollte, guck mal, hier, was du für eine Position bei uns hast. Ja, nicht, weil du so spät zum Islam gekommen bist, ja, wir wollen jetzt nichts mit dir zu tun haben. Hier, guck mal, du hast den Islam angenommen, alles ist vergessen. Du bist sogar ein Führer bei einer Schlacht. So, und jetzt, Amr ibn As, guck mal, der ist neu im Islam, der ist noch nicht lange Muslim und er hat dieses Verständnis von dem Koranvers. Was die Erleichterung angeht, der Prophet lacht. So, jetzt die Frage an euch. Ich lese euch den Hadith jetzt nochmal vor. Und ich möchte von euch wissen, wo nehmen die Hanbaliten den Beweis heraus, dass Tayammum die Unreinheit nicht aufhebt, sondern nur erlaubt zu beten. Hört zu. Ich lese es euch nochmal vor. Also, ich hatte in einer nach kalten Nacht einen Samenerguss auf der Reise wegen der Schlacht Dhatu Salasil. Hier sollte man schreiben, auf der Reise wegen der Schlacht Dhatu Salasil hatte ich einen Samenerguss, sonst versteht man, wegen der Schlacht hatte er einen Samenerguss. Ja? Wegen der Kälte hatte ich Angst, dass wenn ich eine Ganzkörperwaschung nehme, zugrunde gehe. So machte ich stattdessen Tayammum, Ersatzreinigung mit Staub, und führte dann meine Gefährten im Gemeinschaftsgebet des Morgens. Meine Gefährten auf der Reise oder meine Reisegefährten sagten dies später dem Gesandten, Allahs Friede und Segen mit ihm. So sagte er zu mir, Doppelpunkt, Anführungsstrich unten, hast du deine Reisegefährten im Gebet geleitet, während du im Zustand der großen Unreinheit warst? Daraufhin erzählte ich dem Propheten, was mich daran hinderte, mich mit Wasser zu waschen, und sagte, ich hörte Allah sagen, und tötet euch nicht selber, Allah ist mit euch wahrlich barmherzig. Daraufhin lachte der Gesandte Allahs, Frieden und Segen mit ihm, und sagte nichts. Überliefert von Ahmed ibn Hanbal, Hadith Nummer 17356 und in Abu Dawud, Hadith Nummer 334. Wo ist hier der Beweis, dass Tayammum die Unreinheit aufwirkt? Okay, mit wem fange ich an? Fange ich mit dir an, okay? Ja, weil der Bitte Allah hat ja gesagt, dass. Genau. Hast du mit ihnen vor, wollte die bestimmt auch sagen, betet, während du Junub warst. Junub ist im Zustand der großen Unreinheit. Das heißt, die Janaba wurde nicht aufgehoben, sondern die war noch da. Cool, ne? Oder? Wie die argumentieren. Ich sehe gerade, das gefällt dir, ne? Alhamdulillah. Okay. Jetzt schreibe ich hier am Ende, der Satz des Propheten, Frieden und Segen mit ihm, hast du deine Gefährten im Gebet geleitet, während du im Zustand der großen Unreinheit warst, deutet darauf hin, dass die Unreinheit durch Tayammum, Ersatzreinigung mit Staub, nicht beseitigt wurde, sondern lediglich das Gebet erlaubt wurde. Ist doch schön, ne? Jetzt hast du den Madhab gelernt und auch den Beweis von dem Madhab. Boom, ist ganz einfach für dich. Ich könnte jetzt auch die Beweise bringen von denjenigen, die sagen, nee. So, aber dann bist du wieder nur durcheinander. Der eine sagt so, der andere sagt so. So hast du erstmal die Meinung gelernt und Alhamdulillah. So, jetzt. Wie lange haben wir noch, Bruder?
Atze Keule. 21 Minuten. Okay, dann mach ich noch ein bisschen weiter. So. Was bedeutet Najasa Hukmiya oder Najasa Tariya? Tariya. Was bedeutet das? Najasa Hukmiya oder Najasa Tariya? Wenn, das bedeutet, wenn eine unreine Substanz, zum Beispiel Urin des Menschen, auf einen reinen, sauberen Platz, Stoff oder Körper tropft oder ihn berührt. Das heißt, wir haben jetzt Urin, der fällt hier drauf. Diese Stelle ist jetzt eine Najasa Tariya, eine Najasa Hukmiya oder auf dem Boden oder, auf, oder hier auf meine Stelle. Zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, ich habe Wudu und jetzt aus irgendeinem Grund kommt Urin auf meinen Arm. Was mache ich jetzt? Muss ich jetzt nochmal neue Wudu machen? Nein, ich muss nur diese Stelle abwaschen. Das ist eine Najasa Hukmiya. Es ist keine Najasa Manawiya, dass man Wudu machen muss. Und das zeigt wieder, dass man hier ganz genau sein muss. Und Allah liebt das, solche Sachen zu lernen, weil damit beweist man sich auch selber, guck mal, ich möchte diese Sachen lernen, um Allah auf die beste Art und Weise zu dienen. So, pass auf. Die verunreinigte Stelle gilt nur als rein, wenn die unreine Substanz Najasa mit natürlichem reinem Wasser, Ma'utahu, beseitigt wird. Das ist Hanbali Method. Jetzt habe ich aber in dieser Sache, weil ich einfach die Meinung von Hanafiten viel stärker sehe, wobei die Hanafiten der Meinung sind, dass die verunreinigte Stelle wieder als rein und sauber gilt, wenn die unreine Substanz beseitigt wurde, unabhängig davon, mit welcher reinen Substanz sie beseitigt wurde oder ob sie von selber verschwand. Das ist die Meinung der Hanafiten. Das habe ich jetzt hier noch mit eingebaut. Was bedeutet Najm? Ainiya. Es gibt also Najasa Hukmiya oder Tariya und Najasa Ainiya. Das sind Fachbegriffe. Ich schreibe das immer in lateinischer Schrift, damit man das lernt, wie gesagt, damit man auch diese arabischen Fachbegriffe hat. Was bedeutet Najasa Ainiya? Hiermit ist die unreine Substanz selber gemeint. Sie kann niemals rein und sauber werden, unabhängig davon, ob man sie mit Wasser wäscht. So wird Hundespeichel immer unrein bleiben. Dieser Speichel ist Unreinheit. Der bleibt immer unrein. Der Speichel bleibt immer unrein. Den kannst du nicht reinmachen. Ja. Urin des Menschen bleibt unrein. Wenn man ein Schwein waschen würde, würde es durch diese Waschung dennoch nicht rein werden. Wenn du ein Schwein beispielsweise in die Waschmaschine reinsteckst, ein totes Schwein. Durch ein totes, kein lebendiges, das ist Arab, du darfst ja kein Schwein quälen. Stell dir vor, ein totes Schwein steckst in die Waschmaschine rein. Das reimt sich sogar. Stell dir mal vor, ein totes Schwein steckst in die Waschmaschine rein. Ja, wird das Schwein rein? Nein, das ist eine Najasa Ainiya, das heißt eine unreine Substanz. Im Gegenteil zu dem Hemd, wo die Najasa drauf getropft ist, das ist eine Najasa Hukmiya. Diese Najasa Hukmiya wird wie rein, indem man es wegwäscht. Oder indem es von selber verschwindet. Okay. So. Wie viele Arten von Wasser gibt es? Wie viele Arten von Wasser gibt es? Die hanbalitische Rechtsschule teilt die Wassersorten bzw. wasserähnlichen Flüssigkeiten in drei Kategorien. Erstens Tahur. Wasser, welches seine natürliche Beschaffenheit bewahrt hat und von daher sauber und säubernd ist. Sauber und säubernd. Tahir wa mutahir. Auf Arabisch. Wasser ist sauber und säubernd. Reines Wasser, aus dem Wasserhahn zum Beispiel. Unabhängig davon, ob die Leitung ein bisschen verkalkt ist, solche Sachen, die spielen keine Rolle. Jetzt habe ich Limonade. Ist Limonade rein? Ja, Limonade ist rein. Das dürft ihr ja nicht trinken. Wenn die Najis wäre, dürft ihr ja keine Limonade trinken. Aber ist Limonade reinigend? Nein. Deswegen kannst du zum Beispiel nicht mit Limonade Wudu machen. Mit Limonade kannst du kein Wudu machen. Wenn du zum Beispiel jetzt auf der Reise bist, da ist kein Wasser mehr.
Aber da hast du Limonade. Du hast Staub. Was musst du machen? Du musst Tayammum machen. Du kannst keine Limonade nehmen. Limonade ist nicht dazu da, um die Najasa aufzuheben. Ja? Milch. Milch ist rein. Milch ist eine reine Substanz. Deswegen der Unterschied ist hier, was ist, wenn es eine Najasa weggewaschen wird? Es ist ein Unterschied, ob ich eine Najasa wegwasche, eine Najasa Hukmiya, das heißt, Urin ist auf den Boden gefallen und ich nehme jetzt zum Beispiel eine reine Substanz. Wir haben gesagt, eine Najasa Hukmiya bei den Hanafiten, egal wie sie weggeht, wenn sie weg ist, ist auch das Urteil weg. Du kannst auf dem Platz wieder beten. Aber Wudu kannst du nur mit Wasser machen. Du kannst kein Wudu mit Milch machen, kein Wudu mit Wein machen, das sowieso nicht. Kein Wudu mit Limonade machen, Coca-Cola geht nicht. Du kannst kein Wudu mitmachen. Selbst wenn du kein Wasser hast, dann musst du Tayammum machen. Okay, jetzt. Mit diesem Wasser kann die rituelle Gebetswaschung, in Klammern Wudu, Abdest, und die rituelle Ganzkörperwaschung, Russel, durchgeführt werden. Zu dieser Wassersorte, also Tahur, gehört zum Beispiel Flusswasser, Meerwasser oder auch Wasser aus der Leitung. Das ist also Ma-Tahur. Sagt Ma-Tahur. Genau. So. Das zweite ist Tahir. Ma-Tahir. Dies ist eine reine Wassersorte, die durch eine reine Substanz so die, hier habe ich mich verschrieben, die eine reine Substanz so verändert hat, dass entweder Geruch, Geschmack oder Farbe sich verändert haben. Zum Beispiel, ich habe Wasser, jetzt nehme ich mal einen Farbstoff, der rot ist, rühre um. Der Geschmack ist noch genau derselbe, aber die Farbe hat sich verändert. Jetzt, ich habe Wasser, ich nehme Zucker, schmeiße den Zucker rein. Der Geschmack des Wassers ist verändert, der Geruch und der das riecht man ja nicht, dass da das Zucker drin ist. Also ich hab dir eine bessere Nase, ich habe es nie gerochen. So, aber der Geschmack hat sich verändert. Damit kann man kein Wudu mehr machen. Jetzt die Frage: Was ist denn, wenn ich Wasser nehme und ich tue da Salz rein? Der Geschmack verändert sich doch. Hier sagen die Gelehrten, wenn man mehr Salz da rein tut, ist dieses Wasser Makruh. Wenn man aber Bergsalz reintut, ist das Wasser Tahir. Bei Meersalz ist dieses Wasser, damit Wudu zu machen, ist Makruh, sagen die Gelehrten von Hanbaliten. Aber wenn man Bergsalz, also diese Arten von Mineralien reintut, dann ist es, kann man kein Wudu mehr mitmachen. Interessant, ne? Okay. So. Dass entweder Geruch, Geschmack oder Farbe sich verändert haben. Beispiel, Limonade, Suppe oder Kaffee. Limonade, Suppe oder Kaffee, es ist rein, kannst du trinken, sonst kannst du keinen Kaffee trinken, Kaffee ist rein. Aber bei Kaffee hat sich zum Beispiel Geschmack verändert, ja, Geruch hat sich auch verändert, Farbe hat sich verändert. Limonade, Suppe. Im allgemeinen Sprachgebrauch betrachtet man Tahir-Wasser eigentlich nicht als Wasser, sondern eher als wasserähnliche Flüssigkeit. Weil du sagst ja nicht bei einer Limonade, das ist Wasser. Im allgemeinen Sprachgebrauch. Okay? Diese Tahir-Flüssigkeit ist zwar rein und sauber, kann aber nicht zur rituellen Gebetswaschung, in Klammern Wudu, Abdest, oder rituellen Ganzkörperwaschung, Russel, benutzt werden. Wenn man beispielsweise kein Wasser finden würde, so könnte man nicht mit Limonade die rituelle Gebetswaschung oder rituelle Ganzkörperwaschung durchführen. Der hanbalitische Großgelehrte Ibn Taymiyyah zählt die Tahir-Flüssigkeit übrigens von vornherein nicht zu den Wassersorten. Das habe ich noch mit dazu genommen, weil Ibn Taymiyyah ist auch ein hanbalitischer Gelehrter, unterteilt die Wassersorten aber nur in Najis und Tahur. Er sagt, weil solche Arten nennt man nicht Wasser. Zum Beispiel, du sagst nicht zu Kahwa Wasser, das Tahir ist. Zum Kahwa heißt Kaffee.
Du sagst nicht zum Orangensaft Wasser, es ist Orangensaft. Und das kann man, daran kann man die Torhi-Flüssigkeiten sehr schnell erkennen. Das sind eigentlich die Flüssigkeiten, die rein sind, die man trinken kann, die aber, oder nicht unbedingt trinken kann, die aber nicht verunreinigen, in den meisten Fällen trinken kann, die man aber auch nicht Wasser nennt. Unterschied wäre jetzt beispielsweise bei diesem Salzwasser, wo man Bergsalz reintut, das würde man vielleicht noch als Wasser, pures Wasser gelten lassen. Das nur als nebenbei. Bleiben wir bei dem, was die Hanbaliten sagen, Tahir, Tahur und Najis, okay? Dann das nächste, was Najis ist. Jetzt kommt die Najis. Najis, diese Wassersorte ist unrein und verunreinigend. Das heißt, wenn Najis-Wasser hier drauf fällt, muss ich das wegwaschen. Das heißt, man kann nicht nur die rituellen Waschungen nicht vollziehen, sondern jede Stelle, die von diesem Wasser berührt wird, muss danach gereinigt werden, sofern die Stelle ein, hier habe ich eine Relevanz geschrieben, eine Relevanz für das Gebet oder menschliche Leben hat. Wie gesagt, ich habe das noch nicht überprüft, sprachlich ist auch ein Fehler. Beispiel: Durch Hundeurin verunreinigtes Wasser tropft auf den Boden, auf dem man beten will. Man muss die Stelle, auf die das Najis-Wasser getropft ist, zunächst reinigen. Danach kann man auf dieser Stelle beten. Okay? Neuntens: Wie viele Arten von Najis-Wasser gibt es? Antwort: Es gibt zwei Arten. Erstens große Wassermengen, zweitens kleine Wassermengen. Ich lese es einfach mal vor. Mit großer Wassermenge ist gemeint, dass die Wassermenge 2 Kulla erreicht hat. Kulla ist eine arabische Maßeinheit. Dies ist eine arabische Maßeinheit für Wasser. Nach Al-Hallaq, das ist ein Gelehrter, entsprechen 2 Kulla 200 Liter. Also das ist jetzt kleine Wassermenge. Kleine Wassermenge ist unter 200 Liter. Dies erläutert er in seinem Buch Al-Maqadi al-Shar'iyya al-Mu'asira. Ja? Nach dem Buch Fiqh al-Muyassir, Fiqh al-Muyassir ist ein Buch, was von vielen großen Gelehrten aus Saudi-Arabien geschrieben wurde, welches von einer Auswahl von Gelehrten geschrieben wurde, sind 2 Kulla schon bei 160 Litern erreicht. Also die sind der Meinung, und das wurde auch von Saleh al-Sheikh, das ist ein großer Gelehrter aus Saudi-Arabien, wurde dieses Buch Fiqh al-Muyassir auch empfohlen. Ja? Also mit kleiner Wassermenge ist alles gemeint, was unter 160 oder 200 Liter Wasser liegt. Also unter 2 Kulla. 2 Kulla sind wie viel? 160 bis 200 Liter, damit man das ungefähr hat. Ja? Eine kleine Wassermenge wird schon durch die bloße Berührung mit einer Najasa, unreinen Substanz, Najis, also unrein und verunreinigend. Gib mir mal kurz die Flasche, bitte. So, Jazakallah khair, Bruder. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Flasche, haben wir hier mit 1,5 Liter. Es ist hier kein Wasser drin. Nehmen wir mal an, wir füllen diese Flasche jetzt mit Wasser, dann ist in hier 1,5 Liter Wasser drin. Wir haben gesagt, eine kleine Menge Wasser, wenn sie mit einer Najasa in Berührung kommt, wird dieses Wasser unrein und verunreinigend. Ja? Jetzt stell dir vor, wir nehmen jetzt einen Tropfen Urin mit einer Spritze oder mit irgendeinem, und wir lassen einen Tropfen Urin hier reinfallen. Jetzt die Frage: Wird das Wasser dadurch verändert? Riecht man das, diesen einen Tropfen? Würde man das schmecken, wenn man das trinkt? Würde man nicht schmecken. Sieht man das? Das heißt, durch diesen einen Tropfen Urin hat sich weder die Farbe, noch der Geruch, noch der Geschmack von diesen 1,5 Liter Wasser verändert. Trotzdem ist dieses Wasser nun unrein und verunreinigend. Das heißt, wenn ich jetzt diese 1-Liter Wasserflasche nehmen würde und ich würde die über meinen Kopf schütten, wo ein Tropfen Urin reingefallen ist,
Da müsste ich meine Sachen waschen und ich müsste mich selber duschen. Weil diese anderthalb Liter mit der Berührung mit diesem einen Tropfen verunreinigt wurden. So, jetzt habe ich einen Teich im Garten. In diesem Garten sind 500 Liter Wasser. Beispielsweise, ein großer Teich. Jetzt kommt ein Hund und pinkelt da rein. Und ein Hund pinkelt da rein. In der Relation zu der Flasche ist vielleicht dieser Hundeurin mehr, oder sagen wir, das sind 201 Liter. In Relation zu der Flasche ist der Hundeurin vielleicht mehr als der Tropfen, also die Relation von dem Hundeurin zum Wasser im Teich ist vielleicht mehr als die Relation von dem einen Tropfen zur Flasche oder zu dem Glas. Aber dieses Wasser wird erst unrein, wenn es über 200 Liter ist, wenn sich der Geruch, die Farbe oder der Geschmack des Wassers verändert haben. Okay? Verstanden? Angekommen? Das ist halt eine Regel. Und Ibn Taymiyyah sagt, nein, Wasser wird nur unrein, wenn es sich verändert. Das heißt, selbst wenn ein Tropfen Urin hier reinfallen würde, solange sich die Beschaffenheit des Wassers nicht verändert hat, durch die Najasa, kann man mit diesem Wasser, wo du machen kannst, das trinken. Wollte ich euch nur mit auf den Weg gegeben haben. Das sind halt bestimmte Regeln, die man lernen muss. Ja? Dann. Beispiel, ein Eimer Wasser mit 10 Liter Wasser steht neben der Toilette. Beim Urinieren fällt ein Tropfen Urin in den Wassereimer. Dieses Wasser ist nun unrein und verunreinigend. Mit diesem Wasser kann man nun nicht nur keine rituellen Gebetswaschungen vornehmen, sondern jeder Tropfen aus diesem Eimer verunreinigt die Stelle, auf die er tropft. Selbst wenn Geruch, Geschmack und Farbe des Wassers sich in keinster Weise veränderten, also durch diesen Tropfen. Bei einer großen Menge Wasser ist es anders. Die große Menge Wasser wird nur dann Najis, Klammern unrein und verunreinigend, wenn sich mindestens eine Eigenschaft von Geruch, Geschmack oder Farbe durch eine Najasa unreine Substanz verändert. Beispiel: Ein Teich im Garten beinhaltet 500 Liter Wasser. Ein Hund kommt und uriniert in das Wasser, das mit 500 Liter Wasser mehr als 2 Kulla beinhaltet. Wenn sich durch den Hundeurin nicht mindestens eine der drei Eigenschaften von Farbe, Geruch oder Geschmack verändert, bleibt das Wasser Tahur, rein und reinigend. Also rein und reinigend. Man kann also mit dem Wasser des Teiches noch rituelle Gebetswaschungen durchführen. Würde man allerdings so viel Urin oder Kot in den Teich schütten, dass sich einer der drei Eigenschaften, in Klammern Geruch, Farbe oder Geschmack, verändert, wäre das Wasser Najis, also unrein und verunreinigend. Den Beweis für die Unterscheidung zwischen großer und kleiner Wassermenge finden die hanbalitischen Gelehrten in dem Hadith von Ibn Umar, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, der von At-Tirmidhi, möge Allah ihm barmherzig sein, Amin, überliefert wird. Der Hadith heißt: Wenn die Wassermenge 2 Kulla, also ca. 200 Liter beträgt, trägt das Wasser keine Unreinheit. Wird überliefert in Tirmidhi Nummer 67 und Abu Dawud Nummer 65. So. Und in lateinischer Umschrift zum Auswendiglernen: إِذَ كَانَ الْمَاءُ كُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثِ. Ich habe extra den Hadith nochmal in lateinischer Umschrift geschrieben. Aus dieser Aussage, die übrigens von Sheikh al-Albani für authentisch befunden wurde, in Irwa al-Ghalil Nummer 23, entnehmen wir, dass das Wasser bei einer Menge von weniger als 200 Liter sehr wohl unrein wird, da der Prophet sagte, wenn die Wassermenge 2 Kulla beträgt, dann trägt es keine Unreinheit. Was verstehen wir dadurch? Wenn es unter 2 Kulla ist, trägt es Unreinheit. Ja. Wird also nicht unrein. Alles, was unter 2 Kulla, 200 Liter liegt, wird demnach unrein, wenn es mit einer Najasa, unreinen Substanz, in Berührung kommt. Dies ist das Argument der hanbalitischen Gelehrten. Jetzt stellt sich jedoch die Frage, warum eine große Wassermenge 200 Liter und mehr Najis wird, wenn die Farbe, der Geruch oder der Geschmack durch eine Najasa verunreinigt wird, da aus der Aussage des Propheten abzuleiten ist, dass das Wasser bei einer Menge
von mindestens 202 Kula, ca. 200 Liter, unter keinen Umständen Najis, also unrein und verunreinigend wird. Hier argumentieren die hanbalitischen Gelehrten mit mindestens zwei Argumenten. Erstens, der Konsens der Gelehrten, ja, spezifiziert die Aussage des Propheten, denn es gibt einen Konsens der Gelehrten, dass wenn das Wasser durch einen Najasa verändert wird, in Geruch, Farbe oder Geschmack, dass es dann auch Najis ist. Ja. Zweitens, der Hadith von Abi Umama, der von Ibn Majah überliefert wird, dass der Prophet gesagt haben soll, dass das Wasser wird durch nichts unrein, außer was seinen Geruch, Farbe oder Geschmack verändert. Ja. In Ibn Majah 521 wird das erwähnt.